eine Tonne drüber, aber ey, die wiegen ja nicht. Wir fahren ja nicht über den Bach oder so. Dann ist das Problem. Man weiß ja nie. Jetzt weiß ich, die Maschinen und der Auflieger zusammen wiegen 16 Tonnen. Dann kann ich nur 24 Tonnen laden. Das ist einfach so. Wenn da 25 draufsteht, haben wir ein Problem. Da muss was runter. Da muss ein Packstück unten bleiben. Das wird den Leuten nicht gefallen. Das muss man als Fahrer machen. Da muss man zum Kunden hingehen, pass mal auf. So und so sieht es aus. Mein LKW wiegt so und so viele Tonnen, das weiß ich. Und da muss eine Tonne runter. Die kommt gar nicht erst drauf. Die bleibt von vornherein schon unten. Es wären nur 24 statt 25 Tonnen geladen. Nix da. Ich bin der Fahrer, ich bestimme, wo es lang geht. Weil der Verlader kriegt auf den Sack. Das ist der Spediteur und ich. So ist das nun mal. Da kriegt jeder eins auf den Sack. So, Licht haben wir eingeschaltet. Ja, okay, Licht ist an. Ich habe schon gedacht, fahren nur noch mit Standlicht. Nein. Licht ist komplett an. Spiegelheizung machen wir jetzt noch. Ja, und die Schalter da habe ich weggemacht. Diese komischen Dinge habe ich da weggemacht. Die machen wir ganz edel hier unten rein. Das sieht nachher schön scharf aus. Das wird schön edel hier unten festgemacht, da stört es nicht. Hier oben, das ganze Kabelwerk hier, ey. Kommt mal auf die Idee, das da oben reinzumachen. Oh. Wenn ich mir überlege, das ist der 190. Na? Da war ein Fahrer bei uns. Das weiß ich noch zu der Zeit, wo ich die Kiste mal übernommen hatte. Der hatte da drauf eine Kochplatte gestellt. Eine Kochplatte hat er da drauf gestellt. Und hat am 100 drauf gekocht. Bis einer hinkommt und sagt, pass mal auf, das Ding hier, das ist Plastik. Das ist jetzt gerade mal schätzungsweise 3-4 mm stark. Nenn mal, 3 mm stark ist das Plastik hier. Das hat sich schon gewellt hier. Das siehst du, da merkt man richtig, wenn man mit der Hand drüber geht, das hat so richtige Wellen gekriegt. Wenn der dann noch weiter drauf gekocht hätte, der hat dann die Platte runtergenommen, der, wenn das noch weiter gemacht hätte, wäre das Ding geschmolzen. So heiß wie die Kochplatte. Oder was auch immer, das war glaube ich ein Grill oder irgendwas hat er da drauf gestellt. Es war irgendwas in der Richtung. Es war irgendeine Kochplatte. Irgendwas in der Richtung war das. Der hat das Ding da drauf gestellt, der hätte da drauf gekocht den ganzen Tag. Und irgendwann fällt der Topf unten durch, weil das Plastik geschmolzen ist. Es gibt Leute, die kommen auf die verrücktesten Ideen. Das glaubt man nicht. Leute, kann doch nicht auf so ein Plastikteil das Grillen anfangen. Das geht doch gar nicht. Ach herrje. Das sind die Russen. Ja. Habe ich ja letztens bei, wie hieß das Kaff? Sembach war das, Sembach. Da haben wir, der eine war ein Pole, das andere war ein Russe. Und da hat irgendwas nicht ganz funktioniert, eine russische Technik. Wenn ich mit dem Hammer komme, Wahnsinn, russische Technik. Hat irgendwas nicht funktioniert, sind sie mit dem Hammer gekommen. Dann hat es funktioniert. Das ist normal. Ich liebe das. Das liebe ich einfach. Das ist die russische Mentalität. Ich liebe sie einfach. Die kommen daher. Ach, das geht schon. Kurz mal mit dem Hammer drauf. Was doch, geht doch. Wo war das? Armageddon. Armageddon, wo es in der Raumfähre, glaube ich, ist das gewesen. In dieser komischen Raumfähre. Wo sie sitzen und der Russe, das war die Mir, glaube ich. Die haben da den, ich weiß nicht mehr, wie kommen die auf die Mir eigentlich, ist ja auch egal. Und der nimmt einen Hammer und sagt, es muss funktionieren und hämmert auf dem Ding rum. Und er holt so, geht doch. Das ist genial. Wahnsinn. Ja,
Herrntalbrücke. Höhe 33 Meter, Länge 430 oder sowas. 435, 433. 435 war es, glaube ich. Ist egal. Den Scheibenwischer werde ich nachher noch ein bisschen biechen. Den Arm, den Wischerarm, werde ich nachher noch ein bisschen verbiechen. Ich habe ja keine keinen Schraubenschlüssel. Ich kann da unten die Schraube nicht aufmachen. Kann das Gelenk nicht rausmachen. Von daher gesehen muss ich halt mit Muskelkraft ein bisschen irgendwas verbiechen. Geht nicht anders. Das kriegen wir schon. Die leeren Flaschen müssen wir irgendwo entsorgen. Getränkefachmarkt oder so, keine Ahnung. Die Brühe rausschütten, die noch drin ist. Die ist ja mittlerweile schon, das ist doch schon hier. Wie nennt man das? Gegoren. Fängt in der Flasche an zu schimmeln. Das ist normal. Sind wir schon in der Heizung los eigentlich? Ist die Heizung aus? Mach die Heizung ist aus. Schlossanlage. Wallerser Neumann war das, glaube ich. Schlossanlage Wanneck. Das weiß ich. Da habe ich mir mal die Hände zusammennähen lassen. Der Klinik. In der alten Schlossklinik habe ich mir mal die Pfote zusammennähen lassen, die war ja zerfetzt. Ja, beim Zelten. Beim Aufräumen. Eisenteil in der Hand gehabt, werf das Eisenteil weg. Da war eine scharfe Kante. Und hat mir dann Mittelfinger und Zeigefinger quer durch aufgeschlitzt. Da ist das Blut rausgespritzt. Gelaufen wie Soße. Dann waren die Finger durch, bis auf den Knochen. Dann auf die Mofas gesetzt. Dann haben wir noch Mofas früher gehabt. Mit der kaputten Hand Gas geben. Halt nur mit den kleinen Finger, Daumen und der anderen. Und die zwei Finger hier, Zeigefinger und Mittelfinger, halt eben so gut wie möglich vom, naja, weghalten. Da ist das Blut getropft. Die Nachbarin hat mir dann noch einen Verband gemacht. Und dann damit mit dem Mofa. Also durch den Verband ist es auch gelaufen. Also das läuft ganz schnell. Dann ins Krankenhaus. Dann haben die das genäht. Zack, zack. Stunde, eineinhalb Stunden sind vergangen seitdem. Hat mich da angehört, willst du früher kommen? Fliegen kann ich nicht mit dem Mofa. Das geht nicht. Die laufen nur 25. Und von, wo war das? Bei Mühlhausen nach Wanneck, das sind schon mal gute 5 Kilometer. 5, 6 Kilometer. Und mit dem Mofa hinfahren, ey, hallo. Ja. Jetzt erstmal. Der Schock, dann lässt der Schock nach, dann kommt der Schmerz. Dann bleibt ja eigentlich nichts anderes übrig als zu fahren. Du musst losfahren, weil sonst bist du verrückt. Das ist beim Unfall so, da setzt der Schock ein. Der Schock sorgt dafür, dass du eigentlich keine Schmerzen spürst, auf Deutsch gesagt. Das macht der Schock. Bullen von hinten. Wo wollen die eigentlich hin? Müssen wir uns beeilen. Wenn der jetzt in die Ausfahrt rein will, hat er ein Problem, weil ich bin im Weg. Und ich möchte wetten, der möchte hier runterfahren. Ach, du ahnst das nicht. Ich hab sie gesehen. Da sind sie. Ah, die Grippe. Die Grippe unterwegs mit dem Privatauto, mit dem BMW. Das war Grippe. Kriminalpolizei.
Das ist nicht Autobahnpolizei, das ist Kripo. Boah, Lichthuppe. Die Leute sind so blind auf der hohen Spur. Ich habe den schon gesehen, da kam er, da war hinten an der Brücke war, da habe ich ihn schon gesehen, da blaues Licht. Da habe ich schon reagiert. Deswegen, der hing ja hinter mir schon fast. Da war ja noch ein BKW hinter mir. An dem hing er eigentlich. Da wollte er schon vorbeiziehen. Ich bin ja rüber, ich bin raus aus der Kurve raus und dann gleich die Standspur mit Blinker. Das hat man ja gesehen und gehört. Also auf die Überholspur und das sind wir vorbei. Hab ich gesehen, es war BMW. Das Ding fährt aber auch nicht schneller wie 250, das weiß ich. Die sind nämlich alle abgeregelt bei 250. Wenn man was Schnelleres hat wie 250, kann man den entkommen. Das hat mir BMW erzählt. Ich habe da früher Würzburg angeliefert. Habe ich da mal gefragt wegen meinem BMW. Hat gesagt, ja, die sind alle abgeregelt bei 250. Aha. Und wenn du die Abregelung aufmachen möchtest von der Werkstatt, dann musst du ein Fahrsicherheitstraining beim ADAC abschließen. Mit allen möglichen Blabla, Zertifikat und schlag mich tot. Dann in die Werkstatt gehen und die machen dir das Ding dann auf. Vorher läuft da gar nichts. Gib halt Gas mit einer Möhre und komm raus auf die Autobahn. Mein Gott, macht's euch doch nicht so schwer, oder? Einmal aufs Gas satt und. Eieieiei. Ruder am See. Die Leute. Oh, ich hab Angst auf die Autobahn zu fahren. Leute. Lernt man das schon in der Fahrschule. Gas geben, Beschleunigungsstreifen. Gib ihm. Und Gas. Raus auf die Autobahn. Nicht auf der Standspur weiterfahren. Das kann man machen, wenn jetzt zum Beispiel. Aber man sollte es nicht. Man sollte, wenn der Streifen aufhört, sollte man auf Geschwindigkeit sein. Und das soll, ja, es geht doch nicht anders. Also, verstehe die Leute nicht. Haben sie schon Mercedes, haben sie schon 200 PS an dem Arsch und dann, der Sprit, nein, ich möchte nicht, ich möchte gerne mit 50 auf der, nee, ich erinnere mich jedes Mal an den Bus, das kleine VW-Bus, dieses kleine Geschwür, zieht vor mir raus, 50 km/h, von hinten kommt Audi angeschossen. Er zuckelt vor mir rum, ein paar Sekunden, und zieht dann über auf die dritte Spur. Ich weiß nicht warum. Ich weiß bis heute nicht, warum der dann übergefahren ist. Und fährt einen Kilometer lang dann runter auf der dritten Spur, der Audi hinten. Der Fahrer ist wahnsinnig geworden, der hat schon so einen Hals mit so einer Krawatte. Der hat den Blinker, den Lichthupe schon nichts mehr ausgekriegt. Und der Busfahrer ganz gemütlich mit 80 auf der Überholspur. Auf der dritten. Und die Spur vorne war frei, da war nichts im Weg. Imaginäre LKWs überholt und BKWs. Und der zuckelt da mit 80. Ich weiß nicht, also, das ist komisch. Das war echt komisch. Ich hab mir nichts mehr gerecht von da oder lachen. Fährt er mit seinem Bus auf der Überholspur mit 80 entlang. Und ich neben ihm. So fast, so ein bisschen versetzt. Und der Audi-Fahrer hinten dran. Ach, das war ein Bild. Naja. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, was da jetzt hier ist. Das ist komisch. Manche Autofahrer haben halt einfach diese Wahnvorstellung. Ich weiß auch noch, wann das liegt. Die müssen dann einfach auf die dritte Spur über und chillen da drüben. Ja. Das ist genial. Das ist genial. Und wenn du glaubst, es geht nicht mehr, komm von irgendwo noch so einer her. Und hier ist der Spruch, wenn du glaubst, es geht nicht mehr, komm von irgendwo ein Lichtlein her. Natürlich. Da Vinci Code habe ich wieder mal angeguckt. Das ist ja ein Kack, ey. Von Dan Brown. Dan Brown. Da muss man sich ja schon mal aus den Finger saugen, was der auf Blatt Papier.